Oh, wie süß. Es ist sehr schön, euch zwei vereint zu sehen. Jetzt hätte ich gern den Hut, bitte. Vielen, vielen Dank. Ich werde nie vergessen, was du für uns getan hast. Komm schon, Liebling. Klettere auf die Spitze. Dr. Love. Und hier ist der Hut. Danke nochmal. Wow, danke. Ich muss jetzt los, um den großen Zauberer den Hut zu geben. Tschüss. Was für eine seltsame Geschichte. Gut, dann geben wir ihm jetzt mal seinen Hut und hoffen, dass wir jetzt hier mal vorankommen. Hier ist Ihr Hut. Oh, mein Hut. Ich fühle förmlich, wie das Wissen mich durchströmt. Ich bin glücklich. Das ist toll. Was nun? Oh, das Geschenk der Erde. Die Frucht. Oh, lahamaha. Das Ergebnis von zufälligen Ereignissen, damit wir es essen können. Schön, oder? Ja, unglaublich. Ja. Die Frucht spricht jetzt zu mir. Sie sagt, das Buch. Mein Buch des Wissens. Es ist, in der, Bibliothek. Aber sei vorsichtig. Das Buch versteckt sich vielleicht. Also sei hartnäckig und geduldig. Gut, ich werde in die Bibliothek gehen. Warte, es gibt ein Passwort, um hineinzukommen. Lass mich nachdenken. Denk nach. Es muss etwas über unser Lernen sein, oder? Ich erinnere mich. Das Passwort ist: Deine Sinne werden leicht manipuliert. Schalte sie ab, bevor du lernst. Bitte was? Was ist das Passwort? Oh, ich versuche es mir zu merken. Was bedeutet es? Es bedeutet, oft lassen wir unser Verständnis manipuliert werden. Wir sollten immer versuchen, den gesunden Menschenverstand zu nutzen. Niemand sollte dir jemals sagen, was du denken oder glauben sollst. Sei hungrig nach Wissen und du wirst dich in einer ständigen Evolution wiederfinden. Das wird dich frei machen und du wirst jede Sekunde deines Lebens schätzen. Okay, ich finde, es macht Spaß zu denken und zu lernen. Und neugierig zu sein hilft. Ich gehe jetzt zur Bibliothek und finde ihr Buch. Oh nein, will ihr uns jetzt ernsthaft für jedes Ding nochmal eine Aufgabe stellen? Oh. Gut, hilft ja nix. Gehen wir halt zur Bibliothek. Die war im Palast, ne? Nein, das war nicht der Palast. Wo war der Palast? Du liebe Zeit. Gehen wir hier lang. Hier lang. Und dann hier lang. Ah ja, und dann hier hoch. Die Bibliothek war im Herbst. War die hier? Gib mir mal. Erinnerst du dich, Fran? Du bist eine Mörderin. Du bist mein verrücktes, kleines Mädchen. Verrückte Mädchen müssen bestraft werden. Tu, was ich sage, Fran. Spring! Ich wollte sie nicht töten. Ich wollte es nicht. Oh, mein Liebling. Miau. Hör nicht auf diese bösen Dinge. Du bist stark. Miau. Lass sie aus deinem Kopf raus, mein Liebling. Ich bin nicht verrückt, Kätzchen. Bin ich verrückt? Sag's mir. Nein, mein Liebling. Du musst nur stark sein. Miau. Lass sie nicht mit deinem Kopf spielen. Oh, mein Kätzchen, ich fühle mich total kaputt. Meine Brust tut weh. Oh, mein Liebling,
Ich bin hier für dich. Miau. Weine nicht. Ich liebe dich so sehr. Ich liebe dich auch, mein Schatz. Wir sollten weitergehen. Gehen wir zur Bibliothek. Oh, was ein armes Dingelchen. Hey, kann ich jetzt rein? Ja. Bleib sofort stehen. Hast du das Passwort? Ja. Ja, hat sie? Ja, gut. Wie lautet das Passwort? Wie war das noch? Es ging ungefähr so. Deine Augen und Ohren sind beschränkte Sinne. Verschließe sie, bevor du lernst. Mhm. Gut. Und warum ist das so? Lass mich rein und ich weiß. Denn nur dann können wir wirklich sehen, wie diese Stadt. Sie war vorher unsichtbar. Wissen ist überall, selbst in der Dunkelheit und Stille. Und du darfst reingehen. Viel Spaß. Yay! Ach du liebe Zeit. Hallo, was liest du da? Ein Buch mit vielen Buchstaben. Manchmal finde ich Buchstaben sehr gruselig. Vielleicht solltest du dann etwas mit vielen Bildern lesen. Oh, ja. Irgendwann mal, Liebes. Wenn du mich jetzt entschuldigst. Oh, tut mir leid. Entschuldige mich. Ach du liebe Zeit. Wie macht denn eine Möhre? Karotte. Dingens. Hallo. Oh, hallo. Warum liest du nicht? Oh, weil ich erst ein besonderes Buch finden muss. Ah, besondere Bücher sind toll. Das, was ich hier lese, ist auch sehr besonders. Oh, das ist toll. Nun, ich suche da mal weiter nach meinem besonderen Buch. Ach, super, weiter. Bist du? What? Was ist das denn? Du liebe Zeit, was ist das denn? Okay. Vielleicht kriegen wir noch einen Hinweis. Was sagt sie denn? Hallo, was tust du da? Ich suche mein besonderes Buch. Oh, tut mir leid, dass ich frage. Aber warum stehst du auf deiner Leiter? Du hast Flügel. Ah, weil die Leiter zum Benutzen gemacht wurde. Natürlich. Aber was, wenn ich sie brauche? Dann solltest du warten, bis du dran bist. Aber wenn es ein Notfall ist und ich nicht so lange warten kann, dann hättest du vor mir ankommen sollen. Tut mir leid, aber ich muss weiter suchen. Oh, da geht's schon wieder raus. Nee, geh wieder rein. Oh, du liebe Zeit, was machen wir denn? Können wir hier so was angucken? Hier sind nur Bücher. Was? Oh, das ist toll. Das müssen Iterster-Zahlen sein. Aber was wollen uns diese Zahlen denn sagen? Ich sehe so viele Bücher. Ich glaube nicht, dass das Buch des Zauberers in den Regalen steht. Der Zauberer sagte, dass sein Buch sich vielleicht versteckt. Finde ich hier sonst noch irgendwas? Ich sehe so viele Bücher, Aber was sehen wir denn hier? Sie sagt auch gar nichts dazu, ne? 1-1. Und dann? Das ist, was ist das hier? Warte, ich guck kurz in die... Ach du liebe Zeit. Das sind zwei Bögen mit zwei Punkten. So, und ein Strich, ne? So ein komisches... immer Gesichter. Gucken wir mal hier rein. Das ist eine... 1, 2, 3. Ist denn das von 1 bis 10 oder was? Nee. 30 vielleicht? Nee, das ist es nicht. Moment. Hä? Das ist das hier, ne? Aber da ist noch so ein Strich auf dem Bild. Kann ich das blättern?
1, 2 und 3 und 4 und so weiter. Ich muss mir sie nur merken. Was ist denn hier? Wir hatten doch hier ein Buch, ne? Leons Buch, untersuchen. Irgendwo, hier hinten, war da nicht irgendwas gewesen? Das ist das Alphabet. Das sind keine Zahlen. Das sind keine Zahlen. Dann kann man damit schon mal nichts anfangen. Ist in diesem Buch denn irgendwas versteckt, was, Das Geblätter hier. Puh. Wie kommt man denn da drauf? Sagt er noch was? Kannst du mir... Ah, hey, kannst du mir die Kombination für das Schloss verraten? Nein, kann ich nicht. Das habe ich in der Schule noch nicht gelernt. Oh, und worum geht es in deinem besonderen Buch? Es handelt von zwei Hasen, die Abendessen machen. Und dann kamen drei ihrer Freunde vorbei. Dann waren es also fünf Hasen, die zu Abend essen. Sie essen Möhren, weißt du? Horror. Ehrlich, Horror. Oh. Es waren einmal zwei Hasen. Das war der Hase Karl und der Hase Thomas. Die kochten sich ein leckeres Mahl aus leckeren Möhren. Und als es Abend wurde, da kamen ihre Freunde vorbei. Beziehungsweise ich sehe hier nur eine Freundin und das ist Maria. Also, ach nein, es ist keine Ahnung. Nein, das sind Maria, Helmut und Johann. Und so saßen sie gemeinsam um den großen Tisch, um sich eine Möhre zu teilen mit fünf Personen. Und diese Möhre, die schmeckte ihnen so gut, dass sie nie wieder etwas anderes essen wollten. Was sie auch nicht taten, denn diese Möhre enthielt einen giftigen Stoff, der alle Häschen im Nullkommanichts umbrachte. Und so liegen ihre verwesenden Körper noch heute in dieser Hasenhöhle an diesem Tisch und niemand wird jemals ihre Geschichte erfahren, dass sie sich einst zusammengefunden hatten, um sich eine Möhre zu teilen. Und somit endet unsere Geschichte. Und wenn ihr ganz leise seid und wenn ihr ganz lange sucht, dann könnt ihr noch immer die Skelette der Hasen um den Tisch herum finden. Und wenn sie einmal nicht da sind, liebe Kinder, dann seid gewiss, dass sie in eurem Schrank stehen. Jetzt schlaft schön, liebe Kinder. Entschuldigung, ich weiß auch nicht, was mit mir nicht stimmt. Okay, das war das Hasenbuch. Das ist aber was zum Rechnen, ne? Warte mal. Zwei Hasen, dann drei, dann fünf. Zwei, drei, fünf. Sind das drei? Moment mal eben. Bei all dem Hasenmut hier. Heldenhafter Hasenmut. Zwei. Nein, dann schreib doch, wie du noch dir. 2, 3, 5. Kann das sein? 2, dann 3, dann 5. Wow, was für ein schönes Buch. Ja, jetzt möchte ich gerne weiterlesen, bitte. Oh, natürlich. Gut, dann gucken wir mal. Die 2 ist dann, ach du liebe Zeit, ein Strich mit einem Punkt. Dann die 3 ist ein Strich mit 2 Punkten. Das haben wir ja schon gelernt. So, und die 5. 1, 2, 3, 4, das ist das E. Ob das so stimmt? Warte mal, das sind... Doch, das sind 5. Mhm, wir gucken. Bitte lass das 3... Nein, es sind mehr Felder. Aber dann, wir können noch mal die anderen fragen. Oder sagt er noch was? Zwei, drei, fünf.
Weiße Hasen. Sie werden zu Abend essen. Sieht so aus, als hätten sie Spaß. 2, dann 3, dann 5. Mehr sagt sie dazu nicht. Aber uns fehlen noch 2 Zahlen. Und ihr so? Dann eine Idee? Hallo, ich möchte nicht stören. Nein, Liebes? Was ist los? Ich brauche Hilfe mit dem Schloss. Ich verstehe die Bedeutung nicht. Nun, es ist so einfach wie 1 plus 1 zusammenzählen. Oh, verstehe. Danke, ich versuche es nochmal. Ja, aber so einfach ist es ja wahrscheinlich. Hallo, was tust du? Ist das dasselbe Gespräch? Suche mein besonderes Buch. Ja, ich muss los. Tschüss. 1 und 1 zusammenzählen. Ja, ja, das ist schon klar. Muss ich die addieren? So, da bin ich wieder. Wir waren gar nicht so falsch. Fragt mich nicht, wie sich das erschließt. Also bis jetzt haben wir es eigentlich richtig. Das war mit den Hasen, das war schon mal gar nicht so schlecht. Die letzten 2. Und wenn ihr wisst, wie sich das zusammensetzt, dann lasst mich doch an eurem Wissen teilhaben, weil ich habe keine Ahnung, was man da... das ist also das hier. Das ist, glaube ich, eine 13. Und hier hinten... Nein, gar nicht wahr. Entschuldigung, die 13 kommt hier hin. Entschuldigung. Und das hier habe ich vergessen. Das ist, glaube ich, eine 8. Ja, ich habe es geschafft. Ich bin so toll. Jetzt muss ich den Hebel umlegen. Ja, warum auch immer. Ich habe nicht verstanden, warum. Warum die 21, warum die 13? Keine Ahnung. Wahrscheinlich ist es wieder super einfach und ich komme wieder nicht drauf. Aber hey, wir ziehen mal den Hebel. Ja, hey, beweg den Hebel. Oh Gott. Dreht sich nicht. Vielleicht muss ich erst das Buch aufheben. Das muss das Buch des Zauberers sein. Ich komme nicht dran. So typisch. Aber es gibt immer etwas zum Draufklettern. Ja. Entschuldigung, ich brauche die Leiter jetzt wirklich. Ich auch. Entschuldigung, ich brauche die Leiter jetzt wirklich. Immer. Ich stecke das Messer lieber weg. Ich möchte niemanden. Ja, aber, wie kriegen wir die Troller denn da runter? Was ist denn hiermit? Ich weiß nicht, was ich damit tue. Hier drohen, Mensch. Wir haben sonst nichts, ne? Mit ihm können wir auch nicht mehr reden. Können wir die Jahreszeiten ändern? Entschuldigung, ich brauche das Buch. Oh, das sieht interessant aus. Den Text kann ich aber nicht lesen. Ich erkenne die 4 Jahreszeiten und die Kreaturen. Der große Zauberer malt wohl gern. Ja, das erinnert mich an irgendwelche Schwestern. Ah, ich wünschte, ich könnte es verstehen. Vielleicht steht da, dass Bäume angucken super ist. Bestimmt. Was ist das denn? Ich habe noch nie gesehen, dass ein Skelett ein Baby bekommt. Scheinbar wird das Kind mit einem großen Kopf geboren.
Menschen mit großen Köpfen sind toll, so wie ich. Das sieht aus wie irgendein Zyklus. Ich frage mich, was es bedeutet. Vielleicht Jahre? Ich denke gerne, dass es 5 von mir gibt. Vielleicht ist es also das. Ja, oh Gott, das sieht auch lustig aus. Das Monster. Scheinbar lieben die Leute ihn. Warum sollten die Leute ein böses Monster lieben? Vielleicht haben sie Angst. Aus Angst tun wir oft dumme Dinge. Ja. Okay. Gut. Kann ich ihn nochmal angucken? Das ist das Skelett mit dem Zylinder. Das heißt, die Wesen von Etersta kennen ihn. Vielleicht ist er ein gutes Wesen. Nächstes Mal sage ich Hallo. Ja. Nächstes Mal sagst du Hallo. Gut, wir haben das Buch. Tschüss. Dann gehen wir mal zurück.